fortführen. Und das sind wir schon wieder. Genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Oh. Wir sind ja hier durch das Labyrinth, durch dieses Abwasserkanal gekommen. Schauen uns jetzt mal hier um. Ja, mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Ein alter Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da reinzublasen. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Da steht Jans und ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht ist es nur ein Name, wie meiner oder Mr. Midnight's. Ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen. Aber ich gehe nicht zurück. Er muss alleine fliehen. Was haben wir denn noch hier? Ich mag alle Tiere. Hunde sind Tiere. Ich könnte daraus etwas herstellen. Sieht aus wie eine Tür. Eine Tür. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Oh, ein Klavier. Es klingt alt. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen. Was in dem Fass? Mr. Midnight, bist du da drin? Wohl nicht. Ich suche weiter. Okay. So. Dann nehmen wir mal eine Tablette. Okay. Ich sehe aber nichts Neues. Na gut, okay. Also, was haben wir denn hier? Hallo, Baum. Das ist sehr unspektakulär. Eben in dem Bild hier, da haben wir ganz viel, womit wir hier interagieren können, aber nichts, womit wir mit den Tabletten interagieren können. Ich wette, hier ist es jetzt genau andersrum. Hier haben wir dann jetzt ganz viel, was wir mit den Tabletten sehen können. Oh, Tatsache. What the fuck? Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Meine Güte. Die Hitze macht mich so müde. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Was ist die richtige Frage, aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, aber das ist nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Es ist immer gut, einen extra Schlüssel zu haben. Besonders, wenn man etwas vorhat. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Ihr seid sehr ehrlich. Ich mag das. Ich bin ein Mensch. Fran. Schön, euch kennenzulernen. Interessant. Erzähl uns mehr. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg. Ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gebt mir jetzt bitte den Schlüssel. Sieh, Mensch, Fran. Wir kamen aus dem Süden. Wir flogen, wie immer. Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Ihr seid also auch neugierig. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Einen wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Na gut, dann tut das. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest.
Wenn du den Dieb und den Kamm findest, bekommst du den Schlüssel. Abgemacht? Ja, aber wie sieht er aus? Es ist eine Ratte. Eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich gebe mein Bestes. Wir werden hier sein und warten. Okay. Sollte ich sowas nicht eigentlich erst sehen, wenn ich die Tablette genommen habe? Mark, guten Abend. Schön, dass du da bist. Kleines Raubkätzchen. Auch schön, dass du da bist. Freut mich. Sollte ich sowas nicht eigentlich erst sehen, wenn ich die Tablette genommen habe? Oh, das ist ein echt großes Insekt. Ja, sehe ich auch so. Ich hasse Insekten. Oh wow, du bist wirklich eine große Ameise. Wer ist da? Oh, entschuldige. Bist du real? Ah, du fragst immer das Gleiche. Immer. Okay. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemanden. Ich verrate es nicht. Keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen und ich muss ihn finden. Eine Katze? Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde. Gekaut und runtergeschluckt. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihm meinem Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören, verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Bitte sag mir, dass du nur Spaß machst. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Aber was sollen wir tun? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es, du kannst das Käferschwein töten und ich, Antonio, der Größte, werde das Fleisch essen. Okay. Wir sollen also seinen Freund töten, damit er was zu essen hat. Wir finden dann vielleicht unsere Katze darin. Nehmen wir mal eine Tablette. Das ist seltsam. Wir haben so wenig zum Interagieren aktuell mit den Tabletten. Da ist ein Igel. Ein Igel. Jetzt ist er weg. Was für ein Vogel bist du? Eine Eule. Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Okay, die Axt. Macht auf jeden Fall schon mal Sinn, wofür ich die brauchen werde. Ich werde eine Kriegerin und Retterin. Okay. Aha. Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen, um hereinzusehen. Eingang hier. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. All meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Oh, eine Feder. Kitzel, kitzel.
Die behalte ich. Ich mag sie. Okay. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Okay, interessant. Hallo? Oh, er ist eingeschlafen. Ich drücke jedes Mal auf Escape. Okay, nee, der haut jedes Mal ab. Das bringt uns nicht weiter. Aufwachen! Das Schwein hält nicht still. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Vielleicht sollte ich etwas Unauffälligeres probieren. Kitzel, kitzel. Ah, die Gefahr ist groß, groß. Oh Gott, er hat einen Vietnam-Flashback. Tut mir leid, aber das Käferschwein rennt immer weg, wenn ich versuche, es zu töten. Oh, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Ja, aber was soll ich dann tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren. Verstehe, aber wo finde ich denn dann diese Beeren? Ich sollte dir das nicht sagen, aber... Ich habe die richtige Verbindung. Verdammt! Einfach viel zu müde. In dieser blöden Hitze. Sie leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in diese Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Okay, hier ist nichts zum Interagieren. Schau, Fran, ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig, finde mich tot. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Okay. Ein winzig kleines Haus. Gute Nacht, Frau Mond. Wie geht es dir? Du bist sehr hübsch heute Nacht. Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Hallo, ist jemand zu Hause? Wo ich da reingehe... Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie sieht diese Welt aktuell eher normal aus als die andere. Hallo, ich bin Fran. Ich finde, du machst jede Nacht sehr gruselig, aber das ist schon okay. Oh, das ist ein wirklich großer Ameisenhügel. Das muss das Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Okay, dann machen wir seine Tür einfach mal komplett kaputt. Nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Ein Türgriff, um große Probleme in den Griff zu kriegen. Okay, was haben wir hier alles? Der Schlüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt Herr Ameise gerne kleine Monster da drin. Oder er ist vielleicht nur eine sehr saubere Ameise. Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Das ist gut an der Tür befestigt. Die Fleischkönigin. Oh Gott, Ameisenpornos. Zeit für Tee. Was ist das? Unterhosen? Sie riechen gut. Opa-Seife.
Heißt das, dass die große Ameise nackt war? Das schlägt alles eine Richtung ein, die mir nicht gefällt. Aber wir haben das hier ja, eine Tür, wurde das ja bezeichnet. Das heißt, ich denke mal, ja, okay, das passt. Okay, wir haben tatsächlich eine Tür gemacht. Bei dem Brunnen, da stand ein Schild, Eingang hier. Ich meine, bei allem, was bis jetzt hier so passiert ist, würde mich das nicht wundern, wenn das auch funktioniert. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Arbeit. Ach, verdammt, Leute. Macht mich mal wach, bitte, ja? Diese Hitze macht mir ganz schön zu schaffen. Ich bin so müde. Das ist unglaublich. Schon den ganzen Tag. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Jetzt komme ich ran. Das macht hier schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Der hat doch hier drei schöne Steaks hängen. Warum soll ich denn das Käferschwein töten, damit er da was zu essen hat? Er hat doch hier gerade was zu essen, oder nicht? Ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Tannenzapfen, Leute. Wow, du bist sehr roh. Auch Kiefernzapfen, was kochst du? Hey, du siehst böse aus. Eine Familie ist sehr nett, Herr Kiefernzapfen. Ein Baby-Kieferzapfen. Ah, wie süß. Fall nicht vom Stuhl, sei vorsichtig. Boah, wie gemein. Wie könnte deine Mami, um dich zu retten? Und nochmal hinwerfen. Wie fies. Ah, das sind die Blaubeeren. Die Blaubeeren. Au, oh, das tut weh. Hör auf, du böser Kieferzapfen. Ich brauche die Beeren. Okay, ich sehe schon. Hier kommen wir so nicht weiter. Oh ja, es ist echt zu heiß. Da sagst du was. Das Schlimme ist, bei so einer Hitze sollte man auch echt auf Koffein verzichten. Sonst würde ich ja jetzt einen Effekt aufmachen oder so. Aber... nicht cool. Oh mein Gott, ein Kammerjäger. Der ist tot. Entschuldigung, sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ironie des Schicksals. Ich glaube, sie versuchen, ihre Tasche zu stehlen. Ich nehme diese Tasche nicht mit all den Ameisen drauf. Ihn auszuprobieren ist gut, aber in diesem Fall hilft es ihr nicht weiter. Klar, die Ameisen sind hungrig. Es hat geklappt. Jetzt ist es meine Tasche. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Ach, warte, das ist ja... Right, das wollte ich. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger, arme kleine Monster. Der Käfer sieht echt wütend aus. Ich habe doch noch meinen Stift. Schade. Aber wir haben jetzt eine Mausefalle. Jetzt stellen wir dem einfach eine Falle, damit er mich nicht sticht. Oder? Passt tatsächlich.
Ich hab dich. Tut mir leid, aber ich brauche diese Beeren wirklich. Jetzt hat die Mama mich. Böse Mama. Nimm das Kind. Babykieferzapf. Wie süß. Ja, ich hab sie. Sie riechen lecker. Oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Hätten sie eigentlich auch von Anfang an machen können, wenn sie nicht wollten, dass ich die Bären nehme, aber... Was ist das für eine Gestalt? Okay. Wir haben jetzt die Bären. Jetzt kannst du in Ruhe fressen. Und... Oh shit. Was? Du bist nicht meine Katze. Oh, kleine Dame. Du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Aber wo ist Mr. Midnight? Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze. Meine süße Katze, Mr. Midnight. Oh, kleine Dame. Ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine Schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Meine Katze ist auch schwarz. Warte, vielleicht ist diese Katze meine Katze. Oh, meine Dame. Wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Tut mir sehr leid, Käferschwein. Ich wünschte, ich hätte dich nicht getötet. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke, jetzt essen wir. Ich kann nicht. Nur damit du es weißt, im Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du? Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Und da ist er schon wieder eingepennt. Armes Käferschweinchen, ja? Oh nein, worauf? Ich habe jetzt auf irgendwas drauf geklickt gerade. Ich habe auf irgendwas im Discord geklickt. Im OBS. So. Ich fühle mich auch gerade so, als ob ich an Narkolepsie leide. Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott. Könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als würden sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Okay. Ich schätze mal, es wird hier drum gehen. Ratte, wer hat dir das angetan? War es mein Kätzchen? Aber wir haben ja jetzt die Tür gemacht. Komisch, meine eigene Tür... Was? Geh auf, warum bist du zu? Ich befehle dir, dich zu öffnen. Ich bin dein Erschaffer. Ich glaube, die Tür hört nicht zu. Ich muss den Schlüssel finden. Na super, natürlich ist sie abgeschlossen. Aber, du bist doch eine Ratte. Ja, genau. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Oh, sieht so fröhlich aus. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. Okay, wir haben den Kamm jetzt. Das bedeutet, auf geht's zu dem Baum. Dann geben wir denen den Kamm. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Das sieht eher gruselig aus. Im Gegensatz zu dem gerade. Ach du, Friend, der Mensch. Du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise.
Ich habe den Schlüssel. Ich muss ja eh die Tablette anbehalten, um da reinzugehen. So, Schlüssel benutzen. Es hat geklappt, juhu! Schade, dass wir die Axt nicht mehr haben. Was für eine seltsame kleine Tür. Ich frage mich, wohin sie mich führt. Mr. Midnight, bist du da? Das sieht nicht gut aus. Kapitel 2, Teil 2. Doppelte Persönlichkeit. Ach stimmt, Kapitel 2 war ja mit Teil 1. Stimmt das ja. Oh mein Gott, wo bin ich? Hä? Was ist das? Ein Hut? Mr. Midnight? Oh nein. Dein Kopf, Kätzchen? Warte mal, das ist nicht meine Katze. Was für ein seltsamer Hut. Wie auch immer, ich muss meine Katze finden. Ich hoffe, du bist hier. So cool gemacht mit den Zeichnungen. Ja, finde ich auch. Das hat echt was. Okay, erinnert ein bisschen an Alice im Wunderland aktuell, finde ich. Was mir direkt auffällt, warum sind hier die Fliesen so dreckig? Im Gegensatz zu allen anderen. Warum ist da ein Totenkopf? Ein Kopf von einem Menschen, glaube ich. Sind das Augen? Bäh. Es macht Spaß zu sehen, was Leute so zu Hause haben. Willkommen zu Hause, Kätzchen. Hoffentlich gefällt dir dein neues Bett. Sei nett und friss dein Futter. In Liebe, Clara und Mia. Da lege ich mich nicht rein. Mache das Fenster zu, damit der kalte Wind draußen bleibt. Ein Kocher zum Kochen. Meine Mama hat mir gezeigt, wie das geht. Streichhölzer anzünden mag ich aber nicht. Ein Bild von einer Teekanne. Mit gemaltem Tee drin. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, ein scharfes, glänzendes Messer. Könnte noch nützlich sein. Meine kleinen Händchen abzutrocknen. Ich habe keine Suppe, ich brauche keinen Löffel. Kekse in allen Farben und Geschmacksrichtungen. Honigbär, du schmeckst himmlisch. Beim Mehl muss ich niesen, aber das fühlt sich lustig an. König Leos Backpulver, damit macht man... Okay. Ein Kieferzapfen, ich habe Angst, ihn anzufassen. Okay. Kieferzapfen hat mir ja eben schon was zu tun. Backpulver macht weichen Teig größer und schöner. Messer haben wir auf jeden Fall bekommen. Mr. Midnight, diese Mädchen, sie haben mein Kätzchen genommen. Feuerholz, um den Kamin warm zu halten. Vielleicht wurde darunter was verbuddelt. Fließen dann verändert oder so. Na, mal sehen. Wird bestimmt noch eine Rolle spielen, weil... Ach, ich kann sogar anklicken. Warum ist dieser Teil in schwarz und weiß gemalt? Gute Frage. Okay, es wird also wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Nehmen wir mal die Tablette. Oh. Stimmt, das war ja ein Brunnen, wo wir die Tür reingemacht haben. Macht Sinn. Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Oh, du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Du wirkst frisch. Lebst du noch? Du bist ein kluges kleines Baby. Was? Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. What the fuck? Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin.
Oh, es ist eine Treppe. Kommen wir hier wieder raus? Scheinbar nicht. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Okay, und das ist die Flasche, von der sie gesprochen hat. Okay. Ich setze mich nicht hin. Die Tasche riecht komisch. Die fasse ich nicht an. Boden mag ich nicht so gerne. Salz, eine sehr gute Zutat. Finde ich auch. Riecht wie das Gras, das wir im Garten hatten. Ich frage mich, wer der Champignon ist. Was? Das war zu schnell. Eichhörnchenteile? Das will ich gar nicht wissen. Wenn hier Knoblauch ist, gibt es keine Vampire. Pfeffer. Immer gut, um die Suppe zu würzen. Ich nehme niemandem das Essen weg. Zumindest nicht alles. Was für eine hübsche Dose. Okay. Ich habe Streichhölzer, um Licht zu machen. Oder nur zum Spaß. Mit Streichhölzern Spaß haben ist immer lustig. Sieht wie eine Pflanze aus, würde ich auch sagen. Oh, ein tanzender Teddy. Er hat keine Schuhe. Dann sollte er auch nicht tanzen. Das Fenster ist abgeschlossen. Toll. Die riechen nicht. Müssen Plastikblumen sein. Wie sieht das denn... Okay, ja, es ist dasselbe. Boah, es ist warm. Meine Güte. Es ist ganz schön warm. So, was haben wir denn hier hinten? Okay, hier sieht es ganz gemütlich aus. Aha. Oh Gott, Nacktheit, nicht zeigen. Aha. Das ist nicht meine Tasse. Die Teekanne ist gar kein Tee. Zucker in vielen Farben. Lecker und wunderschön. Hm, mit Karamellsoße drüber. Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Süße Süßigkeit. Schokoladenkuchen, mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Bin gegen mein Mikro gekommen. Okay, wir haben ein Stück aus dem Kuchen rausgegessen. Sieht man schön. Ist das ein fliegendes Schwein? Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Ach, der, wo der Kopf abgefallen ist. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Gemütlich und warm. Okay, wir haben da hinten eine Treppe, die... Hi. Hallo. Wer bist du? Kannst du mich nicht hören? Ich bin Fran. Oh mein Gott, der Geruch. Armes Mädchen. Wer hat ihr das angetan und warum? Ich muss vorsichtig sein und mein Kätzchen und mich beschützen. Jens. The Blueberry Reef. Das ist die Ameise, die wir getroffen haben. Und am Anfang auf diesem Müllhaufen bei der Trompete, da stand dann auch irgendwo Jens dabei. Das ist wahrscheinlich sein Name gewesen. Er war Musiker. Da, stimmt, Antonio. Er hat auch gesagt, Antonio the Greatest. What the fuck? Oh, ein Plattenspieler. Ich frage mich, ob er funktioniert. Mal sehen. Oh, er funktioniert. Oh, eine Schreibmaschine. Und sie funktioniert. Das sind viele Bücher und Dinge auf dem Regal. Eulen und Katzen ähneln sich ein bisschen. Hier ist noch eine Treppe. Die Stufen enden an einer Wand. Vielleicht war das meine Tür und jetzt ist sie verschwunden. Ah. Viele kleine Gemälde.
Da ist eine Katze. Gehen wir mal hier nach oben. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Schwestern, sie sehen sich so ähnlich. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen, um die Dunkelheit zu beleuchten. Okay. Eine gemalte rote Rose. Hm. Ein Spiegel. Aber warum ist mein Spiegelbild nicht da? Überall weiße Kerzen. Das ist das Monster. Und so viel Blut. Das sieht wie ein sehr altes Gemälde aus. Ich werde mich hinlegen und schlafen, wenn ich zu Hause bin. Diese Spielzeuge sind so hässlich. Hallo Puppe, wer hat dich denn gefangen? Das sieht creepy aus. Das sieht richtig creepy aus. Okay, eine Pinzette, um Dinge aufzuheben, die ich sonst nicht aufheben kann. Oder will. Das Parfüm riecht wie Teenager. Schön, sehr mädchenhaft. Okay. Ich hatte das Gefühl, wenn ich das nehme, bringt das eh nichts weiter. Oh Gott, das sehe ich ja jetzt erst. Ich frage mich, was das soll mit den Puppenköpfen und den Rosen. Ich habe keine Ahnung. Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. Okay, Licht. Dieser Raum sieht furchtbar aus. Richtig albtraumhaft. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Ich mag mein Kleid, aber die sind auch schön. Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Ein Skorpion. Skorpione machen mich nervös. Füchschen. Oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Es kann sein, dass hier Mr. Midnight drin ist, oder? Dieser Roboter, der in dem Fluss gelandet ist, der hat doch gesagt, du findest mich in einem goldenen Käfig. Darum werde ich das mal als letztes ansehen. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Diese Schuhe sind mir zu groß. Okay. Das ist gerade passiert? Oh mein Gott, ich werde so üble Albträume haben. Ich werde so üble Albträume haben. Ich bereue es direkt, dass ich das angeklickt habe. Ach du Scheiße. Das war mit Abstand das Gruseligste, was ich je gesehen habe. Sogar noch gruseliger als der komische Arm von Amphend. Ach du Scheiße. Das war verstörend. Das war sehr verstörend gerade. Ach du Schande. Okay, komm, einmal gucken wir nochmal. Oh, hallo kleine Babys, wer hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Oh Gott, nee, bloß weg da. Nie wieder. Gehen wir zum Käfig. Mr. Midnight, bist du hier? Kätzchen! Miau. Du bist es! Oh mein Gott. Mein geliebter Freund, ich habe dich gefunden. Fran, bist du es wirklich? Oh Mann, endlich. Ich bin es. Komm näher, bitte. Lass mich dich ansehen. Es ist tatsächlich. Oh Fran, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Ich habe von dir geträumt. Ja, und ich weiß schon, wovon ich träumen werde. Und hier bist du. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran. Wie hast du diesen Ort gefunden?
Als diese Leute dich in dem Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihnen zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, etwas Futter zu fangen, um mich zu erholen, aber etwas ist passiert. Jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh mein Liebling, ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran, ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran, kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich soll die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte ich die Präsenz von etwas anderem. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich, aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es ist gut und es führte uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du? Oh, ich schau mal. Ich versuche den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Okay. Alter, dieser Geist die ganze Zeit. Den Besen habe ich mir nicht angesehen. Ein Besen, um wegzufliegen oder um sauber zu machen. Oh, what the fuck. Oh, ihr habt mich erschreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus der anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Ich bin sehr verwirrt. Wovon redet ihr? Friend Bo, so heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal, richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat, richtig? Langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Suche nach Lösungen und Antworten. Das sollte ich tun, aber Mami und Papi kommen nie zurück. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen, dann fühlst du dich gleich besser. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese Dinge über mich erzählt? Hast du keine Angst, kleine Fran? Ein bisschen. Es ist komisch, wie ich hierher kam und dieses Gespräch verwirrt mich. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, das seine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn in einem Käfig fandest. Hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir erzittern? Ich bin nicht ruhig. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin kein unhöflicher Mensch. Du willst ihn zurück? Ja, bitte. Ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug rauszufinden. Und da kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise. Und ich tötete einen Käfer. Das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch die Tür ging, geschah etwas. Ich erinnere mich an nichts. Ah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war, bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonios Haus. Sie mögen Bären.
Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in den Bäumen festhingen, weil sie langes Haar haben. Das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich bin 10 Jahre alt. Aber bald werde ich 11. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du. Also musst du uns gehorchen. Was ist dort? Möchte nur, dass ihr den Käfig öffnet, damit ich mit meinem Kätzchen nach Hause gehen kann. Du hast noch nicht nach unserem Namen gefragt. Wie unhöflich. Du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes kleines Mädchen ohne Familie. Ich bin nicht dumm. Und ich habe eine Familie. Ich habe Tante Grace und meine Katze. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Nein, ihr macht mir keine Angst. Befreit meine Katze. Du Idiot, du wolltest das so. Wenn du nicht tust, was wir verlangen, werden deiner Katze schlimme Dinge passieren. Wir werden dich zwingen, ihn zu töten, mit deinen eigenen Händen. What the fuck? Ihr seid böse und vergiftet, aber ich tue, was ihr sagt. Gut. Jetzt hör gut zu. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Ja, Annie hat auch gezaubert, aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer, diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schreckliche Dinge passieren. Den alten... Ey, das wollte ich lesen. Warum könnt ihr es nicht selbst tun? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten, weißt du? Wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Aber warum seid ihr jetzt so, wie ihr seid? Eines Nachts vor langer Zeit erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssen. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist und er wird es bereuen. Das klingt sehr gruselig. Aber ich denke, ich muss es tun, für mein Kätzchen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. Und weil du ein blödes Mädchen warst, wirst du nicht mal mit deiner Katze sprechen können. Du wirst warten müssen, bis wir zurück sind. Oh bitte, lass mich mit ihm reden. Lass mich ihn füttern. Nein, das kannst du nicht. Und Fran, siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du, du dummes, dummes Mädchen? Das ist auch ziemlich creepy alles. Mir ist ja gerade was durch den Kopf geschossen. Wir haben doch vorher schon zwei Mädchen gesehen, zwei Schwestern in der Irrenanstalt, die beiden, die eine Lobotomie hatten, die dort in dem Raum saßen. Als ich die Tabletten genommen habe, stand da nur Edward. Ich glaube, dass das womöglich die beiden sein könnten. Und Edward war wahrscheinlich dieses Etwas, was sie verflucht hat, dass sie so sind. Okay, also jetzt möchte ich mir aber erstmal den alten verlorenen Jungen beschwören. Verloren in der Dunkelheit, verloren in Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Man braucht das Herz eines Frosches, den Kopf einer jungen Jungfrau, Haar und Blut einer schwarzen Katze, ein Pentagramm aus Asche, die verkohlte Leiche eines Fuchses. All dies muss zusammen in einen Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte.
Manambu Kaxnai Onamal Manai Irkbonte Ir Ibure Esch Ibure Mon Kaxnai Mabuka Ibure Fivern Fivern. Okay. Mir gefallen die Zutaten nicht. Haar und Blut einer schwarzen Katze gefällt mir nicht und Kopf einer jungen Jungfrau gefällt mir nicht. Wir hatten ja hier diese Leiche. Und das ist womöglich kein gutes Zeichen. Würde ich so schätzen. What the fuck? Er schon wieder. Aber ich habe meine Pillen gar nicht genommen. Naja, er hat das Fenster aufgemacht. Danke, aber wer ist der? Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall draußen. Ein rostiges altes Fahrrad, mitten auf einer Insel. Ich glaube, damit käme ich nicht weit. Hey, du! Ja, wer spricht da? Ich bin eine Kröte. Ich muss dir etwas sagen. Ja, was gibt's? Du schwebst in großer Gefahr. Vertraue den Mädchen nicht. Warum sagst du das? Schau, Mädchen, ich bin eine Kröte und ich weiß, ich kann hier fortschwimmen. Aber sie lassen mich nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, wegzukommen, komme ich wie von Zauberhand zurück. Das Haus ist wie ein großer Magnet. Ein Kröten- und Katzenmagnet. Sie lieben uns, aber nicht um uns zu lieben. Nur um uns zu benutzen. Vertraue ihnen nicht. Das ist schrecklich. Darum ist meine Katze also hier. Sie haben dir ein Rezept für irgendetwas Magisches gegeben, stimmt's? Woher weißt du das? Hast du das tote Mädchen in einem der Zimmer gesehen? Nun, das könntest du sein, wenn du es herstellst. Sie hat es versucht, aber sie hat es falsch gemacht. Aber was soll ich dann tun? Ich bin keine kluge Kröte, aber wenn ich du wäre, wäre ich kreativ. Kreativ? Ich gebe mein Bestes. Oh Mädchen, bitte rette uns alle. Ich will wirklich hier weg. Ein großer, großer Stein. Ich lasse ihn hier. Ist das eigentlich... Ist das wieder dasselbe, wenn wir hier draußen sind? Nee. Zweifler brauchen die Wahrheit auf Papier. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Ich habe Angst. Hilfst du mir? Ich habe ein Monster im Kopf. Zweifler? Ich glaube, einige glauben nur, was aufgeschrieben steht. Aber was bedeutet das? Wer hat das geschrieben? Okay. Warte, sonst habe ich hier alles, oder? Irgendwas Auffälliges noch? Blume, Baum. Nein. Da? Eine lange hölzerne Planke. Ich könnte damit was anfangen. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben ein Messer, Streichhölzer, immer noch einen Stift, Backpulver, Salz und Pfeffer, das Rezept, ein Besen. Eine Pinzette, Kerzen, die Karte von dem Kammerjäger und ein Holzbrett. Ich habe eine Idee, was wir machen können. Eine Sache habe ich im Kopf. Ich muss da nur mal gucken. Ob das wirklich funktioniert. Nämlich, dass ich hier dann da dran komme. Ich wüsste nicht, wofür es nutzen würde. Was? Das funktioniert nicht?
Nehmen wir dieses Stück Holz. Das kann ich nicht hochheben, es ist zu schwer. Aber wir können das Seil durchschneiden. Ich habe das Seil zerschnitten. Wunderbar. Okay. Okay, dann. Dann hüpf einfach. Geht auch. Und da war eine Kröte. What the fuck? Ah, das hat gebrannt. Warum? Da ist doch kein Feuer. Ich kann die Flasche nicht anfassen. Das brennt. Wir haben eine Pinzette. Da können wir die Flasche anfassen. Oder den Zettel rausholen. Oh, ich habe das Papier. Das ist so aufregend. Die Welt versteckt die, die wahre Seele erkennen. Die Welt versteckt die Wahrheit vor dir. Kämpf dich mit deiner Seele durch das Leben und du wirst den Sinn dieser Tat verstehen. Wenn du diese Essenz korrumpierst, wird deine Seele versteckt werden und du wirst nie das Gesicht der Wahrheit erblicken. Um eine unreine Seele zu zerstören oder die Gefangenen zu befreien, braucht man das Blut dessen, der das Ritual durchführt. 5 schwarze Kerzen, Asche, um ein Pentagramm zu formen. Eine blaublühende Mondlichtrose. Salz und Pfeffer. Haar der Person, die verzaubert werden soll. Man zeichnet ein Pentagramm mit der Asche innerhalb des schwarzen und weißen Rechtecks. Ah, die fließen. Da soll das Pentagramm hin. Eine brennende Kerze steht an jeder Ecke des Pentagramms. Man fülle einen Kessel mit Wasser und füge die anderen Elemente hinzu. Aufkochen, über die Person gießen, die man verzaubern möchte. Und folgende Worte wiederholen, während man um das Pentagramm herumgeht. Bonte ihr Ergran, o ihr Bigma, ihr Ibure, nam Ibure, ihr Bonte ihr Ergran, o ihr Bigma. Hofmemon dim Govmia Ibure ek itos irnemi bomek bu Iburem isneo. Okay. Hab ich. Ein Kessel. Den sehe ich schon. Okay. Den müssen wir mit Wasser füllen. Den Kamin, der war hier im nächsten Zimmer. Da bekommen wir doch bestimmt Asche her. Mit dem Besen. Macht Sinn. Zu fliegen. Friendly fliegende Hexe. Okay, oder auch nicht. Bin ich clever genug, um eine andere Lösung zu finden, glaube ich. So nehmen. Oh, ich kann. Okay. Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Okay, kann ich also auch so. Blaublühende Mondlichtrose. Mein Blut und ihre Haare. Ich schätze mal, Rosen finde ich am ehesten draußen. Oder vielleicht hier oben. Sehe ich jetzt keine Rose. Da im Gang habe ich immerhin ein Bild einer Rose gesehen. Gemalte Rose. Ach, diese Mädchen. Sie haben den Dachboden verschlossen. Aber wie? Okay. Wir gehen mal nach draußen. Das nicht. Hast du eine Idee? Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe ein Brett vorm Kopf. Ich weiß, dass du eine Gabe hast, Dinge zu sehen, die andere nicht sehen. Woher weißt du das? Ich bin eine sprechende Kröte. Ist das normal? Ich denke nicht.
Aber du kannst mit mir sprechen. Das macht dich zu etwas Besonderem. Logisch. Ja, du hast recht. Aber was ist mit den Sachen, die ich sehe? Hast du alles gesehen? Vielleicht übersiehst du einige Hinweise. Mal sehen, was ich finden kann. Okay. Was ich jetzt machen werde, ist eine ganz kurze Pause zu machen. Ich muss mal schnell auf Toilette. In 2-3 Minuten geht's weiter. Ich gehe mal hier auf den Be Right Back-Bildschirm. Dann könnt ihr auch mal kurz auf Toilette gehen, euch was zu trinken holen oder so. Und ich bin dann gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Right Back ist fertig. Zurück zur Live-Scene. So. Okay. Hat gut getan, mal kurz die Beine zu vertreten. Ich bin schon einiges am Machen. Ich habe erst 3 Stunden Terraria aufgenommen. Dann 1,5 Stunden die Premiere der neuen Version des Hörspiels der Die Windsängerin angehört und dann direkt mit dem Stream angefangen, deswegen. Puh. Okay, wir können erstmal den mit Wasser füllen. Das stand doch im Rezept. Wow. Okay, dann erst aufdrehen und dann. Immer so umständlich. Warte, was? Da. Okay, was fehlt uns denn noch? Ach, Quatsch.
Okay. Können schon mal das Pentagramm formen. Die Kerzen hinstellen. Und natürlich anzünden. Ach, verdammt. An jeder Ecke. Kessel mit Wasser und füge die andere Ende zu. Okay. Ach warte, Salz und Pfeffer. Nein. Okay, das Wasser muss dahin. Vergiss das Feuer zu machen. So, jetzt aber. Das kommt darauf. Das kommt da rein. Unser Blut wird verwendet. I'm a friend. Ach, verdammt, jedes Mal drücke ich das Falsche. Bauen noch eine blaublühende Mondlichtrose. Und die muss es doch eigentlich draußen geben, oder? Da ist er ja. Ja, da bin ich wieder. Moment, ich putze mir kurz die Nase. So. Okay. Warte, wir können dir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Plan. Hast du schon eine Lösung gefunden? Hä? Wieso kann ich das denn nicht? Wieso kann ich das nicht sagen? Warte, finde ich hier die Mondlichtrose? Das wäre mal eine Idee. Meine Schwester will mich fangen, aber ich lief fort. Die sagt auch nichts Neues. Was fehlt noch? Denk mal bitte mit. Was kann ich denn noch als nächstes tun? Woran habe ich noch nicht gedacht? Fällt euch irgendwas ein, wie ich jetzt weiterkomme? Wo bekomme ich diese Rose wohl her? Das mit den Zweifeln auf Papier ist noch wichtig. Ich habe gerade noch eine Idee bekommen. Daran habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Das ist mir gerade wieder so eingefallen.
Und zwar, vielleicht, wenn ich ihm das Rezept ja direkt zeige. Negativ. Wow. Ich dachte, das wäre es jetzt. Warte, was? Mutig auf dem Wasser. Du bist so wunderschön und ruhig. Ich habe immer das Gefühl, dass der Mond mir folgt. Das Mondlicht genauso wirkt wie das Sonnenlicht. Wie komme ich an diese verdammte Blume? Was mache ich denn mit dem Besen vielleicht? Das Ding haben wir ja auch noch. Woher bekommen wir diese komische Rose? Oh, ich muss nachdenken. Das war eine seltsame Frau. Ich habe noch nie eine Rose mehr gesehen. Bestimmt eine alte Geschichte. Verdammt! Was kann ich denn jetzt noch machen? Besen, Messer. Irgendwie brauche ich diese Rose. Was passiert eigentlich, wenn ich hier im oberen Stock die Tabletten nehme? Okay, dann falle ich einfach nur runter. Hier habe ich aber eigentlich auch nichts mehr zum Interagieren, oder? Ey, das kann doch nicht sein. Das sind. Kann ich hier was damit nicht sprechen? Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Es war ein bisschen sehr ratlos. Thank you.
In dieser Mondlichtrose oder wie das heißt. Das muss doch eigentlich irgendetwas hier draußen zu tun haben, oder? Weil das ist die einzige Stelle, wo ich jetzt den Mond sehen kann. Und da ist Mondlicht, aber... Das hatte ich schon probiert, richtig? Ja. Das sind Rosen. Rosa Rosen. Ah, ich habe mich in den Finger gepiekst. Okay, ich habe doch jetzt die Rosen gefunden. Also ich habe normale Rosen gefunden, aber nicht die, die ich brauche. Was mache ich denn jetzt? Wieso kann ich dem nicht sagen, was ich jetzt für einen Plan habe? Ich habe zumindest Rosen gefunden, aber ich kann die nicht pflücken, weil ich mir weh tue. Das bringt mich alles nicht weiter. Das mit der Rose ist ein wenig gemein. Als Tipp, guck dir in der Küche nochmal alles genau an. In der Küche? Warte, diese Küche oder diese? Man auch raus kann. Mich verarschen? Wie hätte ich denn so darauf kommen sollen? Oh mein Gott. So, und das muss ich dann jetzt draußen wahrscheinlich irgendwo verwenden bei den Rosen. Tatsache. Oh mein Gott. Da hätte ich ja noch stundenlang suchen können. Danke für den Tipp. Okay, die muss jetzt auch in den Topf.
Soll mal kurz den Frosch fragen. Okay, kann ich immer noch nicht. Na gut. Wir brauchen jetzt Haare von denen. Wo bekommen wir denn deren Haare her? Was passiert, wenn ich hier oben bin und zurück in die Welt wechsle? Okay, nee, ich bin einfach hier. Ich brauche noch deren Haare. Zweiflern. Kann ich irgendwo was draufschreiben? Oh. Haar von deinem Kopf. Okay. Interessant. Ah. Fran, hier sind die Dinge, die du brauchst. Hast du das Ritual gelesen? Ja, aber ich brauche mehr Zeit. Ich erinnere mich nicht an alle Worte. Nun, lern schneller. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Psst, ich glaube, du brauchst Hilfe, diese Tasche loszuwerden. Ich kann das tun. Aber vielleicht brauche ich sie noch. Nein, tust du nicht. Vertrau mir. Wenn wir hier weg wollen, muss diese Tasche verschwinden. Ich nehme sie. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. Hört mal zu, es fehlt etwas. Ich konnte euer Haar nicht in der Tasche finden. Haar, sagst du? Man braucht kein Haar, das wissen wir. Aber schaut selbst, hier steht es, im Rezept. Das stimmt, wie konnten wir das nur übersehen? Na gut. Hier, jetzt bereite dich vor. Okay. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Nicht schlecht. Damit haben wir jetzt alles. Okay. Damit haben wir jetzt alles für diesen Tag fertig. Alles fertig. Gehen wir in die Küche. Gut, fangen wir an. Das Problem ist, werden die nicht misstrauisch, wenn das Rezept ganz anders ist, weil bei dem einen sollten sie es trinken, bei dem anderen soll ich es über sie kippen. Und sowas. Bitte setzt euch und schließt die Augen.
Und jetzt sage ich die Worte. Bonte ihr Ekran, o ihr Bekma, o Ibure, Nam Ibure, ihr Bonte ihr Ekran. Bekma, hof me, mondime, gof mea, Ibure ek itos, inermi, bomek, Iburem isle. Warte mal, das ist nicht der richtige Spruch. Du hast uns reingelegt. Was habe ich getan? Der Schlüssel. Jetzt kann ich mein Kätzchen befreien. Jetzt muss ich mein Kätzchen zurückholen. Was habe ich getan? Oh mein Gott, das ist nicht richtig. Kann ich noch deren Asche zusammenfegen? Okay. Krass. Das war... Ich sag schon mal gute Nacht. Ich muss leider um zwei aufstehen. Nachti. Ja, ich würde auch sagen, Moment, eineinhalb Stunden streame ich jetzt gerade. Ist nicht sonderlich lang, aber bei der Hitze schaffe ich das auch nicht wirklich lange. Und ich finde, wir sind gut vorangekommen, deswegen würde ich hier jetzt erstmal den Stream beenden. Damit wir noch ein bisschen was für später haben. Die Katze befreien und so, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einem neuen Livestream, zu einer neuen Folge von Friend Bow hier auf Mozum LP. Bis dann. Ciao.